Weißt du, früher haben wir richtige Figuren erfunden. Heute wollen die Leute Reality. Meine Reality ist nicht funny. Es geht nicht. Warum nicht? Ich kann mir kein langes Programm mehr merken. Bleibt nichts mehr drin. Ich kann nur noch die ollen Jokes von meinem Dad, aber neue Sachen, die gehen nicht mehr rein. Verstehst du, ich kann mir kein langes Programm mehr merken. Ich habe Löcher im Kopf, da kannst du reinjodeln. Das ist kein Selbstmitleid, das ist eine Krankheit. Korsakow-Syndrom, chronisch. Ich konfabuliere nur noch irgendeinen Schwachsinn, der mir überhaupt noch einfällt. Verstehst du? Ich bin kein echter Comedian mehr. Ich bin raus! Hi, Großer. Bueno, alles gut? Nimm die Finger weg. Jetzt stell nicht so an. Hast du mein Geld dabei? Nee, ich hab dein Geld nicht dabei. Die Frauen wieder da sind, dann lieferst du den Stoff ab. Und dann sind wir quitt. Ja, Moment, aber ich meine, die gehen da beide ein ganz schönes Risiko ein. Ich will mein Geld. Ist das klar? Ich merke gerade, du kriegst gar nichts. Naja. Ja, ich hab's euch verstanden, Alter! Ich hab die Scheiße verstanden, Bruder! Fick dich, Bruder! Ja, Kerber war ein cooler Typ. Aber halt auch ziemlich durchgeknallt. Also er hatte eine Clique in unserem Jahrgang. Und in einer Nacht, da haben sie meinen Kumpel Ivo geschlagen, bespuckt und als Schwuchtel beschimpft und so. Oh, und Kerber meinte, wenn ich keine Schwuchtel sei, dann soll ich ihm auch eine reindrücken. Ich hatte nicht den Mut, Nein zu sagen. Ja. Ich habe meinen besten Kumpel geschlagen. Hab mich so geschämt. Ich schäme mich immer noch. Ich glaube, ich muss mich bei dir entschuldigen. Also, mein Mann hatte vor, es aufzuarbeiten. Und? Was kam dazwischen? Motorradunfall. Das tut mir leid. Er hatte nicht so viel Glück wie Sie. Du. Okay, Rieke. Daniel. An den Nachnamen erinnere ich mich leider nicht. Fällt dir bestimmt wieder ein. Ach, im Moment vermisse ich ihn gar nicht so sehr, wie ich dachte. Immerhin scheinst du dich ja für Boote zu interessieren. Ich könnte es wieder fit machen, solange ich hier bin. Und die Wunde? Ah, halb so schlimm. Ich bin froh, wenn ich mich nützlich machen kann. Also, wenn du wirklich was mit Holz machen willst, dann wüsste ich noch was anderes für dich. Echt? Ja, super. Ich mache einfach nicht auf. Ich muss eh los. Ach. Du bleibst hier. Hey, lass dir ruhig von Rosa meine Nummer geben. Bin zwar teuer, aber man kann mich auch in Naturalien zahlen. Wir sind kein Paar. Wir vögeln nur. Dann und wann? Bis dann.